Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seien Sie uns herzlich willkommen in der Sprechstunde der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Wir haben heute ein interessantes, spannendes Thema und ich begrüße dazu sehr herzlich Herrn Dr. Felix Flohr, den Direktor der Klinik für allgemeine innere Medizin, Diabetologie und Endokrinologie der Videa-Kliniken. Seien Sie uns herzlich willkommen. Schilddrüsenerkrankungen sind natürlich ein weit verbreitetes Thema. Sie haben viele Gesichter. Oft erkennt man es nicht frühzeitig genug. Und dann gibt es die Problematik mit der Knotenbildung, die viele Menschen dann zum ersten Mal wahrnehmen. Was kann man dagegen tun oder wie kann man prophylaktisch vorgehen? Die schwierige Frage, Herr Recht, bei den Schilddrüsenknoten ist vor allem, muss ich überhaupt etwas tun? Häufig handelt es hier ja mit, reden wir hier über Zufallsbefunde, wo ein Ultraschall vom Hals gemacht wurde, vielleicht auch die Gefäße untersucht wurden und nebenbei wurde festgestellt, Mensch, da sind ja Knoten in Ihrer Schilddrüse. Und das ist ein häufiger Befund, der betrifft, wenn wir die über 50-Jährigen betrachten, wahrscheinlich fast jeden zweiten. Und für die Gesamtbevölkerung reden wir hier immerhin in Deutschland so von 16 Millionen Patienten. Die können und wollen wir nicht alle operieren. Das heißt, die schwierige Frage ist hier vielmehr, die wenigen Knoten zu identifizieren, die wirklich eine Behandlung benötigen. Also sozusagen etwas die Nadel im Heuhaufen zu suchen, weil wir haben es auf der einen Seite eben mit sehr vielen Schilddrüsenknoten zu tun. Die gefährliche Erkrankung, der Schilddrüsenkrebs, ist aber Gott sei Dank eine sehr seltene Erkrankung. Und deswegen geht es darum, diese Knoten weiter abzuklären. Ich bin immer davon ausgegangen, dass solche Erkrankungen natürlich mit Jodmangel zu tun haben. Aber das ist ja heutzutage in unseren Nahrungsmitteln eigentlich nicht mehr der Fall. Weshalb hat dieses Krankheitsbild trotzdem noch so eine große Bedeutung und hat zugenommen in den letzten Jahren? Das hat schon mit Jodmangel zu tun, da liegen Sie völlig richtig. Aber das Problem ist, dass wir hier eine große zeitliche Verzögerung beobachten. Also der Jodmangel der letzten Jahrzehnte wirkt sich jetzt immer noch aus, weil es eben sehr lange dauert, bis diese Knoten entstehen. Das heißt, das, was wir heute an Knoten sehen, ist die Folge des Jodmangels der Vergangenheit. Das bedeutet, als positiven Ausblick, in Zukunft werden wir weniger Schilddrüsenknoten sehen, weil unsere Jodversorgung jetzt eben normal ist. Und jetzt die Frage, die natürlich unsere Zuschauer interessiert. Wie kann man es frühzeitig erkennen? Was muss man tun, um das Krankheitsbild so nicht entstehen zu lassen? Also wir alle ernähren uns mit ausreichend Jod. Insofern die Prophylaxe führen wir alle automatisch durch. Insofern muss man hier keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen oder keine besonderen Diätempfehlungen durchführen. Man empfiehlt nicht, prophylaktisch nach Schilddrüsenknoten zu suchen, sondern nur, wenn sie bekannt sind, müssen sie weiter abgeklärt werden. Und da gibt es eben bestimmte Kriterien, die wir haben, nach denen wir unterscheiden können, ob ein Knoten verdächtig ist und tatsächlich operiert werden sollte oder ob er, was in den allermeisten Fällen der Fall ist, einfach drin bleiben darf. Und die Operation ist heute keine große Geschichte mehr. Die Operation ist insofern keine große Geschichte, weil sie tatsächlich eine Routineoperation darstellt mit einem sehr, sehr geringen Risiko. Man operiert nicht mehr ganz so radikal wie früher, wo man immer die ganze Schilddrüse entfernt hat. Man operiert teilweise jetzt auch gezielt nur die Hälfte der Schilddrüse, um die verdächtigen Knoten eben genauer abklären zu können. Knotenbildung. Wie klärt man ab, ob es sich um problematische Knoten handelt, die operativ behandelt werden müssen oder nicht? Die wichtigste Untersuchung dabei ist der Ultraschall. Der Ultraschall bietet uns sehr genaue Möglichkeiten, den Knoten wirklich einzugrenzen. Wir haben da verschiedene Kriterien, nach denen wir abschätzen können, wie groß das Risiko einer Bösartigkeit in dem einzelnen Knoten ist. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit der Schilddrüsenszintigraphie. Das ist diese Unterscheidung nach heißen und kalten Knoten. Die ist aber nicht so genau wie der Ultraschall in der Abschätzung des
Risikos einer Entartung, also eines bösartigen Knotens. Wenn man jetzt einen Knoten hat, den man noch weiter eingrenzen möchte, dann gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, den Knoten auch zu punktieren, also eine kleine Gewebeprobe zu entnehmen mit einer ganz dünnen Nadel und diese Zellen vom Pathologen untersuchen zu lassen, der uns auch Informationen geben kann, ist das ein verdächtiger Knoten, der rausgehört, der operiert werden muss oder nicht. Herr Dr. Flohr, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch zu einem sehr wichtigen Thema, das natürlich viele Menschen in unserer Bevölkerung betrifft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rech.